Liebe Hotel-Insiderinnen, liebe Hotel-Insider, ich sitze da mit einem Gast im Parkhotel Vitznau. Sie haben sicher schon davon gehört, das ist eines der besten Luxushäuser der Schweiz oder sogar in Europa. Ein wunderbares Haus direkt am Vierwaldstättersee. Und hier gibt es eine hervorragende, hochstehende Gastronomie. Ein Teil davon, der wichtigste, darf man glaube ich schon sagen, ist Patrick Mahler. Er führt hier eine Küche im Fokus, die seinesgleichen sucht. Er ist ein Aufsteiger des Jahres, war er schon vor was? 2020 von Gomio zum Aufsteiger des Jahres erkoren. Er kocht hier auf einem Niveau von sage und schreibe 18 Gomio-Punkten und 2 Michelin-Sterne. Und Insider, auch Küchenexperten sind sich einig, es ist nur eine Frage der Zeit, dann kriegt er wahrscheinlich zuerst den 19. Punkt und dann kommt der 3. Michelin-Stern. Damit spielt er dann endgültig in der Champions League der schweizerischen oder sogar der europäischen Gastronomie oder Gourmet-Küche, wie man dem so schön sagt. Also ich will da nicht so lange reden und das Wort jetzt Patrick Mahler geben und ihn mal fragen, was ist so deine Küche, was ist deine Küchenphilosophie, nach welchen Kriterien kochst du? Kann man das in wenigen Sätzen, ja genau, kann man das in wenigen Sätzen so ein bisschen zusammenfassen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das Grundprinzip der Küche umfasst wirklich, dass wir wirklich versuchen, die kein Problem. Die beste Qualität und wirklich auserlesene Produkte hier zu organisieren. Und wir haben so die Philosophie grundlegend, dass wir wirklich die Grundprodukte nicht groß verändern. Wir lassen sie so, wie es die Natur geschaffen hat und versuchen eigentlich wirklich eine Aromenvielfältigkeit um diese wunderbaren Produkte herumzubauen. Das ist mir gestern aufgefallen. Ich habe da gegessen, hatte das Privileg, wieder einmal nach ungefähr 2-3 Jahren hier zu essen. Es ist mir aufgefallen, ein Fisch, ein Zander ist ein Zander. Ja. Und das soll auch so bleiben. Also nicht diese Verfälschungen, ich sage bewusst Verfälschungen, die man aus der molekularen Küche kennt, wie das eine Zeit lang ja Trend war, vor 10, 15 oder 20 Jahren. Ja. Das ist bewusst so. Das Produkt im Mittelpunkt. Unbedingt, unbedingt. Und das wollen wir auch so stetig sein lassen. Wir entwickeln uns einfach stilistisch oder auch geschmacksbildlich stetig weiter. Das ist mir ebenfalls wichtig. Die Grundbasis der Gerichte oder der nennen wir es Philosophie vom Restaurant, von dem, was wir hier machen, ist immer noch wie am Anfang, wie damals, als ich noch Küchenchef war in Prisma, es wurde einfach stetig weiterentwickelt. Und das passiert auch heute noch. Aber die Grundbasis, also der Umgang mit den Produkten, wie man an die Gerichte von der Überlegung herangehen, ist nach wie vor genau gleich. Es ist aber nicht ganz einfach, gute Produkte zu finden. Was ist da deine Erfahrung? Oder bestimmte Quellen? Gut, wir haben natürlich über die Jahre einen sehr, sehr tollen Lieferantenkreis aufgebaut. Die Lieferanten wissen ganz genau, was wir möchten, wohin wir möchten. Und da gibt es auch, da sind wir auch komplett kompromisslos. Und wir reden mit ihnen, sie wissen Bescheid. Und sollten irgendwo Produktschwankungen drin sein, egal in welchem Bereich, dann wechseln wir direkt das Gericht oder wir nehmen andere Produkte auf die Karte. Ah, das ist so. Ja. Wie ist es so mit Meerfrüchten, Produkte aus dem Ausland? Es gibt ja Köche, die sagen, möglichst alles einheimisch, möglichst lokale Produzenten, Lieferanten und so wenig wie möglich Meerfische und solche Dinge. Wie hältst du das? Gut, wir natürlich respektiere ich das. Ich finde das auch eine sehr, sehr tolle Sache, die ganze Regionalität mit einzubinden und wirklich lokal. Das machen wir auch. Wir erzählen das in keinem Storytelling-Geschichte. Natürlich gewisses Gemüse, Salate, Kräuter kommt alles aus der Umgebung. Milchprodukte, Fleisch kommt auch direkt von Ennepürgen. Das ist alles selbstverständlich für mich. Ich habe natürlich keine Möglichkeit, eine frische Jakobsmuschel hier aus dem Vierwaldstättersee zu ziehen oder Kaisergranat oder je nachdem, was wir gerade machen. Und da greife ich natürlich dann wirklich aus, natürlich, ich muss dann natürlich aus dem Ausland zugreifen, weil ich möchte, und da bin ich ehrlich, nicht auf diese Produkte verzichten bei mir im Restaurant. Und dazu stehe ich auch und ich arbeite auch sehr, sehr gerne mit diesen Produkten. Tatsache ist, wenn man viele Punkte hat und Sterne, sagen Experten, sagen Hoteliers, sagen ganz viele so Food and Beverage Exponenten, umso mehr Punkte, umso mehr Sterne, umso weniger verdient man. Du weißt, was ich meine. Ja. Und sehr viele solche Lokale sind sozusagen quersubventioniert. Das heißt, ein Hotel leistet sich dann eben ein Gomio Michelin Gourmet Restaurant. Gibt da viele Beispiele. Was ist hier die Philosophie im Hause? Muss dieses kleine Lokal hier, was haben wir hier ungefähr? 12, 14, 16 Plätze oder wie viele sind da? Also wir haben je nach Tischkonstellation oder je nach Gästekonstellation sind 7 bis 8 Tische. Also wir bewegen uns hier in einem Raum von 16, 18, 20. Wenn alles, können es auch 24 sein. 24 Gäste am Abend. Also kann man mit 24 Gästen Geld verdienen? Das ist, glaube ich, die zentrale Frage. Kann man. Das ist eine Frage des Preises natürlich. Ja.
Das heißt aber nicht, dass wir jetzt den Menüpreis exorbitant, wir bewegen uns im Rahmen, so wie meine Kollegen, ganz genau, wir anhand Marktanalyse. Was kostet das Menü? Kostet jetzt 295. Also rund 300 Franken. Ja. Und wie viele Speisen sind das? Das sind dann das große Menü, umfasst 12 Gänge. Mhm. Plus natürlich die Abros und Frühstück am Schluss sind nicht mit eingerechnet. Und wie ist die Nachfrage eigentlich? Die Nachfrage ist sehr, sehr gut. Also da können wir mit großer Freude. Sind das primär Hotelgäste oder Externe, die da essen wollen? Nein, es ist eine gute Durchmischung. Also, und wir haben das große Glück, wir haben einen sehr, sehr großen Stammkundenkreis. Also selbst wenn die jetzt sehen, es ist nicht vorgebucht, können wir jederzeit auf eine Warteliste zurückgreifen und können eigentlich das Restaurant direkt. Wie oft ist es offen? Vielleicht ganz kurz. Wir sind Dienstag bis Samstag ist jeweils geöffnet, ab 7 Uhr. Sonntag ist geschlossen. Sonntag, Montag ist Ruhetag. Ja. Wie viele Leute sind dahin denn in der Küche? Was also wir sind eine Brigade, sagt man. Die Brigade umfasst, und deswegen ist es, um auf die vorherige Frage zu kommen, auch in dem Sinn kostendeckend oder wie läuft sehr, sehr gut. Wir sind 3 Service-Mitarbeiter, also eine Restaurantmanagerin, Julia Tritschler, dann der Sommelier, Sebastian. Und ein Kommi, der natürlich mitläuft. Und dann sind es 5 Köche mit mir eingeschlossen. Nur 5 Köche? Ja. Also nicht 30, nein, wie man das in der Westschweiz kennt, in Chris hier beispielsweise. Ja, sehr, sehr reduziert, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Kann man so kochen, mit so wenig Personal oder Leuten? Ist das möglich? Das machen wir jeden Tag. Sie haben es ja gestern gesehen. Also wir duzen uns. Nein, sorry. Nein, es ist schon so. Ich war erstaunt. Es funktioniert. Und wenn du mir sagst, 5 Köche dahinter, dann muss ich sagen, naja, gut, das ist schon wahnsinnig. Nein, es funktioniert wirklich sehr gut. Noch was zu Sternen und Punkten. Ja. Wie wichtig sind die für dich? Ja, natürlich ist das natürlich haben die eine gewisse Wichtigkeit. Das ist so, und das wird jeder von meinen Kollegen auch bestätigen. Also es bringt auch Gäste? Oder ist natürlich nur bringt das Gäste. Ist es eine Prestige? Nein, natürlich bringt das auch Gäste. Mhm. Das ist ganz klar. Aber es ist mittlerweile schon so, dass wir, ich glaube, unsere Generation oder meine Generation, wir gehen da mit der ganzen Geschichte ein bisschen lockerer um. Also das ist nicht am Morgen früh, wenn ich aufwache, ist das nicht der erste Gedanke, sind nicht die Michelin-Sterne oder was soll ich jetzt machen, was muss ich jetzt machen, dass vielleicht noch ein Dritter kommt oder dass der Gummi oder noch. Ich gehe da ganz, ganz locker hin und habe da die konstante. Du nimmst dir auch nicht das Leben, nehmen wir an, du würdest so einen Stern verlieren. Es gibt ja das berühmte Beispiel aus Frankreich. Ich meine das natürlich nicht ganz ernst, aber es gibt Köche, für die sind diese Sterne und Punkte eben schon ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, natürlich, aber es gibt auch, natürlich auch Betriebe, die sind da natürlich anders vorbelastet oder wie gesagt, man darf nicht vergessen, wir haben das Hotel im Hintergrund. Natürlich kann ein Verlust eines Michelin-Sterns oder gewisse Punkte oder je nachdem, kann natürlich schon ausschlaggebend sein für wie Sie sagen, dass das Haus nicht mehr voll ist. Da kann ich von Glück reden, ich bin da befreit von diesem. Würdest du dich als ehrgeiziger Mensch bezeichnen? Oder siehst du dich als ehrgeiziger Mensch, der ganz klare Ziele hat? Ja, natürlich. Kann man diese Ziele umschreiben? Nein, es geht der Ehrgeiz ist natürlich unbestritten, das ist natürlich ganz klar. Aber der wird auf eine gesunde Art und Weise und in einer guten Dosierung eingesetzt und auch dem Team weitergegeben. Also es ist keine Verrücktheit hier, es wird nicht rumgeschrien. Ich glaube, jeder meiner Teammitglieder weiß ganz genau, um was es geht, was wir möchten, wohin wir möchten. Und so versuchen wir eigentlich diesen Ehrgeiz oder diesen Drang nach, nennen wir es Perfektionismus, oder dass wir wirklich die Konstanz erreichen, dass es wirklich keine Abweichungen mehr gibt, versuchen wir gemeinsam hier umzusetzen. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr schön, wenn man Teammitglieder hat, die eigentlich dasselbe vorantreiben möchten wie wir. Ja. Ich habe mal Peter Knobel in Basel, der hat ja auch 19 Punkte, 3 Sterne, ein ganz guter Koch, also keine Frage, ein Spitzenkoch. Ich habe ihn nochmal gefragt, er hat eigentlich alle Ziele erreicht. Mehr als 19 Punkte gibt es nicht, 3 Sterne auch. Das Lokal ist ausgebucht, zum Teil auf 3 Monate. Ja. Die Menschen kommen aus dem Ausland, wollen dort essen. Also eigentlich alles erreicht. Du bist jetzt so im Vorhof, könnte man sagen. Es fährt noch ein Stern und dann hast du das alles auch erreicht, noch ein Punkt. Was macht man dann, wenn man das alles erreicht hat? Was ist die nächste Phase? Kocht man dann 30 Jahre lang auf diesem Niveau? Oder wie siehst du das? Das ist eben das, genau das ist eigentlich das Schönste an diesem Beruf, ist gleichzeitig, wie ich manchmal sage, das Schwierigste und vielleicht das Herausforderndste. Und das ist nicht, eben natürlich gibt es eine Etappe, okay, ich wünsche mir einen Michelin-Stern, ich arbeite daran, dann gibt es 2, 3 und irgendwo ist dann der Peak erreicht. Es geht nicht mehr oder man hat alles. Aber das eigentliche Ziel von Kochen ist ja wirklich gut besuchtes Restaurant, die Gäste happy machen, und das kommt eigentlich da
daher, oder ich glaube, jeder von uns oder meinen Kollegen, wir wollen uns ja weiterentwickeln. Und das ist genauso, wenn man ein tolles Menü hat oder man hat ein wunderschönes Gericht, allen schmeckt es, es ist wunderbar. Ja, irgendwann kommt dieser Punkt, jetzt brauche ich ein neues Gericht. Und das ist so dieser nicht enden wollende Prozess und das ist eigentlich das Schönste, aber gleichzeitig auch das Schwierigste an dem, was wir machen, weil es hört nie auf. Du bist ja angestellt bei diesem Hotel, kochst dir, hast deine Freiheiten, hast dein eigenes Lokal, deine Crew, also dein Team. Die Frage der Selbstständigkeit, die stellt sich ja. Also eigenes Lokal, irgendwo, schön, so, ist das ein Thema oder was? Muss ich ehrlich sagen, nicht. Im Moment? Nein, im Moment nicht. Kann es ein Thema werden? Man soll nie Nein sagen. Keine Ahnung, wo ich in 10 Jahren... Das prominenteste Beispiel ist natürlich ein Kollege von dir, Andreas Gaminada. Ja. Der hat da in Fürstenau angefangen mit diesem Lokal, hat sich dann weiterentwickelt. Rausgestreut. Ja, ganz genau. Hat er dann fast eine kleine Kette jetzt da mit diesen Ignis-Lokals und so. Sowas in diese Richtung ist für dich... Ja, natürlich. Man soll, ich glaube, man muss sich immer ein bisschen öffnen oder öffnen, auch wirklich die Weitsicht haben, was könnte sein. Mhm. Aber das auf jeden Fall. Also ich verneine das nicht. Was muss man bei dir unbedingt gegessen haben? Auf was bist du besonders stolz? Gibt es eine Speise oder zwei, drei Speisen, wo du sagst, ja, da ist meine ganze Leidenschaft, mein Können vielleicht auch drin? Gibt es da was? Ja gut, im Grundprinzip, ich rede nicht gerne von Signature-Tisch. Ja, Wir haben einen Signature-Tisch, das Beef Tatar mit Rande und Entenleber. Aber grundlegend ist mir eigentlich das Allerwichtigste, dass diese Grundharmonie im kompletten Menü visuell wie auch geschmacklich diese Balance hat, dass es, ich will jetzt sagen, dass es Richtung Einzigartig geht und die Gäste, Fokus ist das ist Fokus. Und das ist mir eigentlich das Allerwichtigste, dass sie diese Gesamtexperience verstehen oder erleben können. Freddy Girard, der später auch Roche, wie heißt der Benoit Jolie, glaube ich, leider gestorben. Die haben alle gesagt, höchstens 2-3 Aromakomponenten in einem Gericht. Also den Gast nicht aromatisch überfordern, so haben sie es ungefähr gesagt. Was ist da deine Auffassung? Würde ich zustimmen, kann ich aber nicht auf jeden Koch auf der Welt. Das ist nicht übertragbar. Das ist auch sehr, sehr schwer. Natürlich gehen wir am Anfang auch mit einem teilweise vielen Aromenspektrum an ein neues Gericht, reduzieren runter. Manchmal ist es sehr, sehr reduziert, es funktioniert. Das ist von Gericht zu Gericht unterschiedlich. Aber wir versuchen wirklich, diesem Grundprinzip von diesen tollen Köchen eigentlich schon das genau so umzusetzen. Aber das ist nicht so, dass wir zuerst denken, ja, was hätte Philipp Roscher gemacht oder was auch immer. Wir gehen da unseren eigenen Weg und ich glaube, wenn das für uns stimmt, was wir da machen, dann machen wir das auch so. In dem Sinne drängt sich die Frage auf, hast du ein Vorbild? Gibt es so eine Koryphäe, so einen großen Koch? Früher war das Bocuse natürlich, Lukas und solche Menschen. Gibt es da so ein Vorbild bei dir? Nein, natürlich. Also die Vorbilder sind eigentlich fast heute noch die genau selben wie vor 10 Jahren, als ich noch, jünger war. Das ist heute noch, was Andreas, ich glaube, grundlegend aufgebaut hat in der Schweiz. Ja, Andreas Gaminada. Das ist schon sehr, sehr toll. Und wir haben ihm unglaublich viel zu verdanken, wie der Koch auch dieses Bild nach außen und wie wir heute angesehen werden. Und natürlich auch gastronomisch, kulinarisch, was er bewirkt hat, das ist schon unglaublich toll. Ist so ein bisschen der Roger Federer in der Küche. Absolut. Die zwei haben sich auch gekannt. Und dann haben wir natürlich noch andere große, eben Daniel Hum, ist natürlich nochmal Weltklasse, was er erschaffen hat in New York und dieses ganze Imperium. Es ist jetzt voll auf vegan und vegetarisch, wäre das hier auch ein Thema. Kannst du dir das vorstellen, dass das hier eine Sache ist, komplett vegan oder vegetarisches Restaurant? Also komplett im Moment, da komme ich wieder auf diese Frage zurück, man soll nicht Nein sagen, weil niemand weiß, wohin alles führt. Es gibt heute wunderbare Top-Restaurants in der Schweiz, Magdalena oder andere, die wirklich auf diese Dinge spezialisiert sind. Und Andreas auch im Haus. Und das ist eigentlich wunderbar. Ich will nicht sagen, niemals. Wir bieten ebenfalls für alle Alternativen, haben wir eine plant-based vegane Alternative bereit. Aber die Grundexperience ist das, nennen wir es, normale Menü. Okay. Ja. So, wir sind langsam am Ende dieses Gesprächs. Vielen Dank dafür diesen Talk und dieses Gespräch. Bitte schön. Wir da mitten gerne am Ort des Geschehens führen, da eben in diesem wunderbaren, schlichten Lokal, das sich Fokus nennt, die Fokussierung.
aufs Essen. Ganz genau. Die Tischkultur ist entsprechend, weil wenn man da hinkommt, sieht man ein Wasserglas, eine Serviette und sonst nichts. Diese Schlichtheit gefällt mir persönlich sehr gut. Ganz bewusst gemacht natürlich. Wirklich eine Top-Lokale, eines der besten Lokale. Liebe Insider, Sie werden noch viel lesen und hören von Patrick Mahler. Da bin ich fest überzeugt. Es ist eine der Frage der Zeit. Und dann spielt er endgültig in der Champions League der Gastronomie hier in der Schweiz oder sogar in Europa. Also ich sehe da eine große Zukunft. Wir haben hier ein Talent am Tisch. Ich darf das hier sagen, das ist meine Meinung. Also ich wünsche Ihnen alles Gute. Kommen Sie mal vorbei, aber reservieren Sie mindestens was, ein, zwei Monate vorher. Wäre gut, ja. Also wäre sehr unbedingt gut. Hier essen gehen. Es ist ein Erlebnis. Es ist nicht einfach Nahrungsaufnahme. Da isst man nicht einfach ein Wiener Schnitzel. Nichts gegen das Wiener Schnitzel, aber das ist hier wirklich Kunst. Man kann sagen, das ist eine Art Food Art. Ist ein schwieriger Begriff. Aber auf jeden Fall. Und diese Köche dahinter, dein Team, die geben sich unglaublich Mühe. Das ist eine unglaubliche Perfektion damit verbunden. Also es lohnt sich wirklich mal da nach Fitznau zu fahren, in dieses Fokus im Parkhotel Fitznau. Also, liebe Insiderinnen, liebe Insider, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Also miteinander. Gut, danke schön.